Winkel messen. Kapiert in gut einer Minute. Und das Messen eines Winkels mit dem Geodreieck ist einfach und das möchte ich dir hier zeigen. Ich zeichne mal zwei Beispielstrecken ein. So, zwischen denen ich diesen Winkel hier messen möchte. Ich nehme mir dazu ein Geodreieck. Und das drehe ich und verschiebe so, dass die lange Kante genau auf eine der beiden Strecken liegt und die Null auf der Zentimeterskala genau im Scheitelpunkt ist. Also so, wie ich es jetzt hier geschafft habe. Jetzt kann ich den Winkel im Prinzip schon ablesen. Ich habe nur das Problem, dass auf dem Geodreieck zwei Winkelskalen sind. Auf der einen Skala, hier außen, ist der Winkel 56 Grad und auf der anderen Skala, hier innen, ist er 124 Grad. Was ist nun richtig? Um die Frage zu beantworten, muss ich nur wissen, dass es spitze Winkel gibt, die etwa so aussehen und kleiner als 90 Grad, also kleiner als rechte Winkel, sind. Und dass es stumpfe Winkel gibt, die etwa so aussehen und größer als rechte Winkel sind. Genauer gesagt, die zwischen 90 Grad und 180 Grad liegen. Das Geodreieck weiß nicht, ob die Linie an der Kante unten nach rechts oder links läuft, also ob der Winkel spitz oder stumpf ist. Das muss ich selbst erkennen. Hier ist er spitz und damit kleiner als 90 Grad, also sind die 56 Grad richtig. Wäre die Linie unten nach links gelaufen, hätte zur gleichen Lage des Geodreiecks der stumpfe Winkel gehört. Das heißt, hier sind die 124 Grad. Kurz, ich muss selbst erkennen, ob der gesuchte Winkel spitz oder stumpf ist. Dann wähle ich die dazu passende Skala aus und das ist schon der ganze Trick. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder und wünsche viel Erfolg bei den eigenen Winkelmessungen. Macht's gut!